Ich habe auf Sie gewartet. Um mir zu sagen, dass Sie den Entzug meiner Approbation inzwischen beantragt haben. Nein. Das habe ich auch nicht mehr vor. Ein Flugticket? Nach San Francisco? Was? Noch heute? Mach dir keine Sorgen, dass Carlos bleibt da, wo es hingehört. Im Drei Könige. Ihr Sohn hat sich mit Masern infiziert. Du wirst mir schon wieder gesund. Was ist mit unserem Sohn? Rapture of the dawn and a restless sky and a restless sky. This is my life. Ich habe tausendmal versucht, dich anzurufen. Was machst du hier? Jetzt erzähl mir erst mal, was hier los ist. Was hat Mika? Mika ist einfach zusammengebrochen. Die Ärztin sagt, es sind die Masern. Ach. Besteht Ansteckungsgefahr? Trägst du deswegen den Kittel? Frau Dr. Berger kommt bestimmt gleich wieder. Die wird dir alles erklären. Du warst schon unterwegs nach Lüneburg? Ich war gerade beruflich in Marokko. Ich schreibe eine Reportage für den Canadian Globe. Das hat Mika mir erzählt. Woher wusstest du, dass er hier ist? Gar nicht. Ich hatte Sehnsucht, da bin ich in den nächsten Flieger gestiegen und dein Kollege in der Rösterei, der hat mich dann hierher geschickt. Frau Dr. Berger, das ist Mikas Mutter. Hallo. Hi. Und was sagt die Untersuchung? Ihr Sohn hat sich leider zusätzlich eine Enzephalomyelitis zugezogen. Das ist eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. Und was heißt das? Dass sein Zustand kritisch ist. Meine Kollegen und ich tun alles, was in unserer Macht steht. Kann ich zu Ihnen? Hatten Sie bereits die Masern oder sind Sie geimpft? Ja, ich hatte als Kind die Masern. Bitte, Frau Doktor, ich will wirklich da rein. Ich muss Sie trotzdem bitten, einen Schutzkittel zu tragen. Ja, Leo, wie stellst du dir das denn vor? Wie soll das funktionieren? Ja, okay, ich gebe mein Bestes. Bis dann. Ciao. Mensch, so ein Mist. Die halbe Sippe der Rodenbergs will nicht mit dem sprittigen Hotelchef in Verbindung gebracht werden. Sie wollen nicht auf der Taufe mit ihm gesehen werden. Ach, und alles nur, weil der Onkel bei diesem besagten Mexiko-Abend im Carlos gewesen ist. Der hat die ganze Familie gegen ihn aufgehetzt. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass Herr Flickenschild völlig abstinent lebt. Und was ist das alles Schönes? Liebe Grüße von meiner Familie, die meine Schwangerschaft nicht dem Zufall überlassen möchte. Achso, aber sonst läuft die Fortpflanzung in Brasilien genauso wie hier, ja? Du kannst beruhigt sein. Aber ein bisschen Magie schadet doch nie. Mhm. Und was ist das? Das hier ist Damianaöl. Das ist ein uraltes Mittel und das beugt sexuellen Störungen vor. Was hast du denn deiner Familie erzählt? Na gar nichts. Das ist prophylaktisch. Aha. Na ja, gut. Und sonst so? So. Jetzt brauche ich noch ein Foto für meine Mutter. Hältst du das mal bitte so fest, das Amulett? Sonst noch Wünsche. Festhalten. Ja, muss ich das auch tragen, während wir, du weißt schon, oder? Ach, jetzt Theorie dich nicht auf. Ja, in Brasilien? Ja, ist das ganz normal. Weißt du, das ist einfach nur, damit die Fruchtbarkeitsgeister einem wohlgesonnen sind. Aber wenn ich das tragen muss, dann werden vielleicht die Geister in Stimmung gebracht, aber Hallo? Ich nicht. Ja? Ist in Ordnung, ich komme einfach gleich vorbei. Ja? Okay, tschüss. Dein Vater steht mit einem Notfall vor meiner Wischerei? Mhm. Kann ich das wieder ablegen? Aha.
Zwei Torten außer der Reihe. Für Frau Kartmann. Die wird morgen 81 und freut sich schon so über ihre Kaffee- und Kuchenrunde. Ja, das fällt Frau Kartmann aber spät ein. Ich habe ziemlich viel zu tun. Na, ich glaube, sie ist ein bisschen mit der Planung überfordert. Und deshalb springe ich ein. Ja? Torten besorgen, Tische decken, Stühle aus dem Keller holen. Überredet. Ich weiß zwar nicht, wie ich es schaffen soll, aber Sie können die Torten morgen abholen. Das ist ja großartig, Frau Klaassen. Ich wusste, dass man mit Ihnen arbeiten kann. Und das ist ja okay. Moment bitte. Ja, hallo? Masern? Oh, dann sagen Sie ihm von mir alles Gute, ja? Ja, natürlich werde ich die Rösterei morgen öffnen. Tschüss. Mika liegt mit Masern im Krankenhaus. Ich weiß. Ich habe Per dort zufällig getroffen. Hat er denn was gesagt, wie es Mika geht? Nicht gut. Er hat hohes Fieber. Und Per hat mich gebeten, für ihn die Rösterei zu schmeißen. Tja, aber was mache ich denn jetzt mit Frau Kartmann? Wenn ich den ganzen Tag in der Rösterei stehen soll? Also, Sie helfen Per und kümmern sich um die Rösterei und ich übernehme Frau Kartmann. Ach, wirklich? Das ist großartig. Aber Sie müssen doch selbst in Ihren Laden. Frau Fries ist doch nicht da. Helen kommt heute von der Frankfurt-Messe zurück. Das bekommen wir alles hin. Oh, danke nochmal. Hannes Rainybird Lüder? Ja? Wie stehen Sie zu Richie Sky? Richie Sky? Habe ich in Ewigkeit nicht mehr gesehen. Aber Sie sind Journalist? Mhm. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick in die aktuelle Ausgabe von Rebel Music. Ist durchaus interessant, was Kollege Sky da über Sie sagt. Über mich? Falls Sie mir nach der Lektüre ein Interview geben möchten, einfach anrufen, ja? Schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Rebel Music. Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit. Musste es wieder die Gänsemagd sein? Die ist ganz toll. Ja, eine Prinzessinnengeschichte für eine Prinzessin. Das passt doch. Passt. Die Prinzessin sollte aber schon längst im Bett liegen. Ich muss noch Zähne putzen. Ich weiß aber jetzt immer schnell. Lilly ist eine gute Zuhörerin. Hannelore hat mich angerufen und mir von eurer Begegnung im Carlas erzählt. Du willst also nicht mehr, dass sie ihre Approbation zurückgibt? Nein. Ich bin dir natürlich sehr dankbar, aber kannst du mit der Entscheidung leben? Ich möchte so wenig mit dieser Frau zu tun haben wie nur möglich. Und deshalb dieser Schnitt. Und der Schmerz darüber ist kräfteraubend und ich will Kraft für mein neues Leben mit dir und Lilly haben. Wir zwei gucken jetzt nach vorne, ja? Dieser Anzug muss dringend bis morgen gereinigt werden. Und wo ist jetzt der Notfall? Den will ich tragen, wenn ich offiziell die Vertretung des Oberbürgermeisters antrete. Das ist eine ziemliche Blitzkarriere, muss man sagen. Erst Stadtrat, dann ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters. Und jetzt, Punktlandung hinter Jansens Schreibtisch. Wie kommt's eigentlich dazu? Es ist ja nur als Urlaubsvertretung. Und als erste Amtshandlung gibst du erstmal die Ladenöffnungszeiten, ja? Du hast doch sicherlich noch 10 andere Anzüge in deinem Kleiderschrank. 10? Ich glaube, es sind viel mehr. Ich glaube, so 150. Jetzt mal nicht übertreiben. Dieser Anzug, ich trage ihn nun mal am allerliebsten, gerade zu offiziellen Anlässen. Na gut. Was tut man nicht alles für die Familie? Ich weiß das wirklich zu schätzen, danke. Also Elianes Familie bestellt uns zwar nicht nach Ladenschluss auf den Salzmarkt, aber die haben uns ein nettes kleines Paket mit Fruchtbarkeitszaubern geschickt. Oh. Ja, so magische Amulette, Öle und so weiter, dass wir mindestens mit Zwillingen starten. Ja, der Aberglaube ist nun mal fest verankert in der brasilianischen Kultur. Aberglaube? Und das sagt der Mann, der nur in seinem Lieblingsanzug zu wichtigen Anlässen gehen kann? Touché. Ja.
Unser Wiedersehen habe ich mir immer anders vorgestellt. Trotzdem schön, dich nach all den Jahren wiederzusehen. Die Ärztin sagt, er wird durchschlafen wegen der fiebersenkenden Mittel. Also wenn du müde bist. Ich komme klar. Außerdem habe ich immer an seinem Bett gesessen, wenn er krank war. Ich freue mich so, dass Lilly mir einen guten Nachtkuss gegeben hat. Da kannst du dir auch was drauf einbilden. Ja, das tue ich auch. Sie verteilt ihre Küsse nicht leichtfertig. Ich wollte dich fragen, ob es okay für dich ist, wenn ich Lilly erzähle, dass sie noch eine Oma hat. Ja, natürlich. Das wäre wunderbar. Deine drei Geschwister haben ja noch keinen Nachwuchs und Lilly wäre dann... Lilly ist dann mein erstes Enkelkind. Aber wie willst du ihr das denn erzählen? Ich werde dir sagen, dass ich bei der Geburt vertauscht worden bin. Ich muss noch ein bisschen an der Geschichte feilen. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass Hannelore schlecht dabei wegkommt. Für Lilly ist sie ihre Oma und sie liebt sie. Aber ich will auch, dass Lilly weiß, dass du ihre richtige Oma bist. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Also Nummer 1 mag keine Milch, Nummer 2 Schmuck, wenn es Früchtebrei bekommt. Was dauert das denn so lange? Wir hätten schon vor einer Stunde beim Kinderarzt sein müssen. Ja, du bist doch auch noch nicht fertig. Nummer 3. Du sollst unseren Kindern keine Nummer geben. Ja, das macht es einfacher für mich. Weißt du was, du bist so ein Rabenvater. Wenn ich gewusst hätte, dass du so drauf bist, ich hätte mich niemals auf dich eingelassen. Ja gut, meinetwegen. Also Ron, Karima, Sina. Kannst du dir keine 8 Kindernamen merken? Wie soll denn das es werden, wenn die Sechslinge da sind? Drei Kids sind genug! Theo, du träumst! Du musst den Fruchtbarkeitsgeistern sagen, dass ich sie nicht veräppeln wollte. Es ist ein Albtraum. Ja, was für einer. Du hast wirklich von brasilianischen Fruchtbarkeitsbräuchen geträumt? Hey. Hey, mein Süßer. Ist alles okay? Bin fix und fertig. Soll ich dafür sorgen, dass du mit ganz, ganz schönen Träumen wieder einschläfst? Könntest du den Fruchtbarkeitsgeistern sagen, dass sie nicht immer meine Decke klauen sollen? Ich fürchte, dafür sind die Fruchtbarkeitsgeister gar nicht verantwortlich. Ach so.
Kannst du mir das Rösten beibringen mit allem drum und dran? Wirklich? Ich meine, ich bin auf deiner Seite. Also abgemacht? Du bringst mir alles über Kaffee bei. Geht's ihm? Unverändert. Oh, ich würde gerne mal duschen. Kannst du mir ein Hotel empfehlen? Du kannst bei uns wohnen. Das ist nicht groß, aber fürs Erste? Gut, Ritt. Gut, dann hätten wir alles. Glücklicherweise steht in den nächsten Wochen nichts Wichtiges auf der Agenda, oder wie sehen Sie das, Frau Krause? Richtig, nur Routine. Gut. Dann wird ja auch die Amtskette nicht mehr gebraucht. Legen Sie sie nachher wieder in den Safe? Selbstverständlich. Gut. Ja? Ah, das nenne ich pünktlich. Ich werde dich würdig vertreten, Thomas. Ja, davon gehe ich aus. Also, was kann ich für unsere Stadt tun, während du deinen Tinnitus auskurierst? Also, von meiner Krankheit wissen hier im Rathaus nur Frau Krause und ich. Ah. Und ich möchte, dass das auch bitte, bitte so bleibt. Ja, ja, von mir wird niemand etwas erfahren. Liegt für heute irgendetwas Spezielles an? Nicht, dass ich wüsste. Moment, Frau Krause, kommen Sie noch mal bitte. Also, ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Frau Krause mit allen Vorgängen hier im Rathaus bestens vertraut ist. Wovon ich mich selber schon mehrfach überzeugen konnte. Ja, sie wird dich über alle anstehenden Aufgaben informieren. Und wenn irgendetwas Wichtiges ist, du kannst dich auch an mich wenden. Ich bin ja nicht aus der Welt. Ja, das Wichtigste ist, dass du dich jetzt erstmal auskurierst. Ja. Gut, also ich habe mit Frau Krause noch ein bisschen was zu klären. Sieh dich um, mach es dir bequem und viel Glück. Kommen Sie, Frau Krause. Wochenplan Rathauskantine. Barmi Goreng oder Seelachs mit Ratatouille und Kräuterkartoffeln. Svantje, hey, como estás? Bist du gut angekommen? Was? Sag mal, wo bist du gerade? Ach, auf dem Balkon. Und wer hat das Hotelzimmer neben dir? Consuela, verstehe. Ja, ja, natürlich sehe ich den Marktplatz vor mir. Oh, es ist großartig. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin gerade selbst aus Frankfurt zurückgekommen. Die Messe, weißt du? Na ja, vielleicht ist Mikas Handy kaputt. Oder seine deutsche Prepaid-Karte ist leer. Mein Schatz, sobald ich ihn sehe, ja, dann kläre ich das. Ja, natürlich mache ich das. Versprochen. Ja. Svantje, grüß mir Mexico City und besos, ja? Tschüss. Peer! Peer! Na, kommst du klar mit den Abrechnungen oder willst du mal den Profi ranlassen? Oh, Vorsicht, mein Lieber. Du weißt ja, was mit vorlauten Jungs passiert, ja? Ich sage nur, brasilianische Geister, die sind sehr nachtragend, wenn man sie ärgert. Das war ein schrecklicher Albtraum. Mein ganzes Kopfkissen war voll geschwitzt.
Das kann gewaschen werden. Ich kenne eine ganz gute Adresse. Sag mal, können deine brasilianischen Geister eigentlich auch Hoteldirektoren verschwinden lassen? Das würde die Rodenberg-Taufe tatsächlich etwas erleichtern. Wieso redest du nicht einfach mal ganz offen mit Herrn Flickenschild? Schwierig. Du sag mal, ist da eigentlich irgendwas? Fühlt sich so an, es juckt so. Oh, das ist ganz rot. Vielleicht ist das eine allergische Reaktion auf dieses magische Damianaöl, was ich dir darauf geschmiert habe? Ja, sag mal, Schatz, ich sehe aus wie ein Truthahn. So kann ich ja nicht vor die Gäste. Das ist total peinlich und das ausgerechnet in der ersten Arbeitswoche. Schatz! Ein Halstuch wirkt immer sehr elegant. Ja, aber keins mit Blumen oder was ist das denn? Ich bin ja kein Postkutschenräuber. Da muss es eben ein dünner Rollkragenpulli tun. Merle? Hey, da bist du ja wieder. Wow. So sieht also der neue Stern am Foodblogger-Himmel aus. Ganz genau. Komm her. Schön. Sag mal, bist du direkt vom Bahnhof hierher? Wolltest du gar nicht erst nach Hause? Nein, ich wollte mir meine gute Laune nicht verderben. Arne. Wir hatten zwar die letzten Tage keinen Kontakt, aber dass er mir meine Visitenkarten nicht nachgesandt hat, also das sagt alles. Oh nein. Ich habe einfach keine Lust auf eine Diskussion mit ihm. Seine ständige Unzufriedenheit, die zieht runter. Und? Die Messe in Frankfurt war gut? Gut? Das war total spannend. Ich habe so viel vielversprechende Kontakte geknüpft. Toll. Darum geht man auf Messen. Willst du einen Tee? Gerne. Ja, es gibt einige renommierte Koch- und Backzeitschriften, die über unseren Online-Shop und unsere Seite berichten wollen. Ist nicht wahr, ich gratuliere. Die ganze Atmosphäre auf der Messe, das war so inspirierend. Die Foren, die Workshops, einfach alles. Toll. Danke. Und hier? In Downtown Lüneburg? Was war? Mit Gunther und dir? Alles bestens. Mm. Sydney und Theo Lichtenhagen haben eine Überraschungsparty für uns organisiert. Gunthers Schwester ist hier. Sie ist leider schon wieder weg. Aber du hast was verpasst. Wir saßen alle an einer langen Tafel mitten in der Heide unter freiem Himmel. Es war ein Traum. Schön. Gunther und ich haben so gestrahlt wie du jetzt. Strahlig? Hm. Und ich nehme an, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter als nur dein beruflicher Aufwind. Hm. Vielleicht dieser gut aussehender Typ, der vor deiner Abreise die schönen Fotos von dir gemacht hat. Ja, es ist seltsam. Je mehr Abstand ich hatte, desto intensiver musste ich an Peer denken. Ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht. Aber er geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Lüder, moin, moin, ich hab hier was. Was? Ja, nee, ich hab nichts bestellt. Sie nicht, aber ein gewisser Herr Schulz, und zwar nicht zu knapp. Nur leider ist Ihr Nachbar nicht da. Hier, 7 Kisten à 20 Kilo. Könnten Sie die annehmen, bitte? Was? Also für jeden in der Laubenkolonie, aber Paragrafen Schulz, das stimmt. Der hat ja rumgetönt, dass er seine Laube renovieren will. Da hat er wohl den ganzen Kram in einem Online-Shop von einem Baumarkt bestellt. Um sich die Schlepperei zu sparen. Hm? Naja, das sieht dem faulen Hund ähnlich. Und Sie werden verstehen, dass ich das nicht alles wieder mit zurücknehmen werde. Können Sie mir glauben? Okay. Das ist nett. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht den Tag damit versaut. Nee. Meine gute Laune war schon vorher im Keller. Ja? Warum das? Sagt Ihnen das Musikmagazin Rebel Music was? Rebel Music, na klar. Wir noch damals mit Ihren ersten Plattenkritiken Maßstäbe gesetzt. Ja, und die haben mit Richie Sky also so ein ganz tolles Interview gemacht. Aha. Richie Sky? Ja. Kann ich den abstellen? Ja, bitte dann. Hat der nicht dahinter große Erfolge gefeiert und fest im Geschäft als Musikproduzent in Los Angeles? Ja, was ihm anscheinend nicht bekommt. Wieso? Naja, weil der einzige Mitbegründer der Rainy Birds ein ernstes Rumposaunt, dass wir, also seine Kumpels von damals, allesamt zahnlose Schlappis geworden sind. Mokiert sich über unseren Werdegang. Gestartet als Rock'n'Roller. Gestrandet als Schuhmacher-Sachbearbeiter oder was weiß ich. Ganz schön dreist. Ja, wem sagen Sie das? Zumal ich als bekennender New Rainy Birds-Fan ja ganz genau weiß, dass Sie es immer noch drauf haben.
Ja, und deswegen nehme ich Richie Sky, Rüdiger Kowalski aus der Dahlenburger Landstraße, dieses Statement richtig übel. Ruhig bleiben, Herr Lüder. Ich hol mal den Rest. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. So eine Maschine ist was Wunderbares, nicht? Britta hat mit Lilly gesprochen. Ja, entschuldigen Sie bitte. Die Arbeit ruft. Ich muss mich wieder an die Ikone setzen. Auf Wiedersehen. Hallo. 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 Ist Lilly startklar für die Schule? Ja, sie macht noch kurz ihren Tuschkasten sauber. Danke, dass du sie bringst. Und Lilly weiß jetzt Bescheid. Mhm. Ich habe ihr gesagt, dass ich als Kind vertauscht worden bin und dass ich deshalb bei dir aufgewachsen bin, obwohl eigentlich Inken meine Mutter ist. Ich finde, dass sie nicht mit einer Lüge aufwachsen soll. Und außerdem hat Inken das Recht, für Lilly eine Großmutter zu sein. Welche Rolle spiele ich da noch? Du bist die Oma, die sie liebt, und das wirst du auch bleiben. Lilly! Willst du nicht zu spät zur Schule kommen? Ich geh mal hoch, ich hol sie. Und, hast du schon Pläne für die nächsten Tage? Pläne nein, Vorsätze ja. Und, wie sehen die aus? Naja, bisschen angeln, Kanu fahren, vielleicht eine kleine Radtour durch die Heide. Also das ruhige Programm. Naja, ich soll mich ja schließlich erholen. Ja, ich finde es toll, dass du deine Auszeit nicht auf die lange Bank schiebst. Naja, die Notwendigkeit war nicht zu überhören. Apropos, was macht dein Tinnitus? Ja, wie soll ich das beschreiben? Also, das Hörvermögen ist wieder vollständig da und manchmal ist das Pfeifen fast weg und dann nervt es mich wieder für Stunden. Die Konsequenz daraus heißt, Füße hoch, kein Rathaus, kein Stress. Oh, entschuldige. Ah, Frau Krause. Ja, Frau Krause, was gibt's? Nein, nein, kein Problem. Aha. Ja, die Bürgersprechstunde verschieben wir, ne? Da könnten ja Fragen für einen Lichtenhagen aufkommen, die ja nicht... Genau so machen wir es. Ja. Den nächsten Termin gleich nach meinem Urlaub. Gut? Danke, Frau Krause. Könntest du mir das bitte erklären? Was? Wieso Urlaub? Und wieso ruft dich Frau Krause an deinem ersten Tag hier zu Hause an? Ja, meine Erkrankung soll jetzt nicht die Runde machen. Deshalb ist die offizielle Version, dass ich Urlaub mache. Ja gut, du musst es ja wissen. Und Frau Krause? Ist die Loyalität in Person und... Sie weiß ja, dass ich mich erholen muss und ruft mich wirklich nur im Notfall an. Ja, aber nach einem Notfall hörte sich das nicht an. Nee, es gibt gewisse Vorgänge und Entscheidungen, die ich ungern aus der Hand gebe. Deswegen werden die, also mit Absprache, mit Frau Krause diskret geschoben, bis ich eben wieder im Dienst bin. Du, in meinen Ohren klingt es nicht nach Erholung und Urlaub. Und die pfeifen noch nicht. Helen, hallo. Hallo. Welcome back. Ja. Wie war es in Frankfurt? Interessant. Hm. Ja, aber auch anstrengend. Tolles Kostüm. Danke. Hast du schon Feierabend? Nee, ich war total durchgeschwitzt. Ich musste mal duschen und Hunger habe ich auch. Hm. Willst du was mitessen? Nein, ich habe schon im Zug gegessen. Ja. Setz dich doch. Erzähl mir ein bisschen von der Messe, von Frankfurt. Also, ich habe auf die Visitenkarten gewartet.
Ich hatte dich doch gebeten, sie mir nachzuschicken. Hast du deine Mailbox nicht abgehört? Doch. Ich habe das total vergessen. Ich hatte so viel Stress, tut mir leid. Ja, ist schon okay. Swanti hat mich übrigens angerufen. Sie ist gut in Mexico City angekommen. Mir hat sie auf die Mailbox gesprochen. Sie meinte, sie würde sich sehr freuen auf die Gedenkfeier für Tante Esperanza. Mhm. Und hat auch schon mit dem Bewerbungsartikel begonnen. Thema Familie. Für ihre Journalistenschule, die sie besuchen will. Ach, wie toll. Ja. Dass sie mit dem Bewerbungsartikel schon angefangen hat, das wusste ich gar nicht. Tja. Unsere Kleine hat anscheinend ihren Weg gefunden. Sag mal, wegen eures Online-Shops, habt ihr noch mal drüber gesprochen, warum der offline war? Nein, aber das hat mich schon echt sehr geärgert. Also gut, Anne, ich gehe mal meine Sachen auspacken. Kaffee von Per Juncker. Einzigartig. Schön, dass du hergekommen bist. Ich glaub's nicht. Ist das Conchita? Dass du dich daran erinnerst? Die hat jeden abgeworfen, nur dich nicht. Hat eben Menschenkenntnis, die gut. Ach, diese morgendlichen Ausritte über die Kaffeeplantage. War schon ganz nett damals, ja. Mhm. Was ist? Du bist dir treu geblieben. Ach ja? Ja, so als Typ. Bisschen älter vielleicht, aber die Augen, die haben sich gar nicht verändert. Na komm, iss was. Hm. Sag mal, wäre es in Ordnung, wenn ich dich kurz allein lasse? Ich müsste noch mal in die Rösterei. Ach, klar, ich nehme mir ein Taxi. Wir treffen uns dann im Krankenhaus? Mhm. Danke. Wie macht sich eigentlich Mika als Nachwuchsröster? Oh, der ist talentiert. Ehrgeizig. Na gut, ein bisschen ungeduldig noch, aber das wird schon. Hey. Hallo. Ich habe die frische Brötchen mitgebracht und wollte fragen, wie es Mika geht. Das ist lieb. Das ist Kaya, Mikas Mutter. Hallo. Sigrid? Hallo. Eine gute Freundin. Ich will auch gar nicht weiter stören. Ich wollte nur... Sein Zustand ist ziemlich kritisch. Ja, das ist furchtbar. Wenn ich irgendwas tun kann, dann halt mich auf dem Laufenden, ja? Oh, ist was mit Lilly? Alles bestens. Hab sie wohlbehalten in der Schule abgegeben. Hast du mal einen Moment? Moment, ja. Ja, es geht um Lilly. Ich wollte ihr was schenken. Aha. Puppenhaus. Und ich wollte fragen, was du davon hältst. Und ob Lilly so etwas gefallen würde. Ja, natürlich gefällt ihr das. Aber du weißt doch genau, dass Ben und ich es nicht gut finden, einfach zwischendurch was Großes zu schenken. Ja, von den Eltern, das sehe ich doch genauso. Verwöhnen ist Aufgabe der Großeltern. Bin dir sehr dankbar, dass du Lilly nicht die ganze Wahrheit gesagt hast. Du sollst jetzt aber nicht denken, dass du dir Lillys Liebe in Zukunft erkaufen musst. Ich will ihr einfach eine Freude bereiten. Und natürlich hoffe ich, dass sie mich nicht vergisst, wenn ich wieder in London bin. Sie wünscht sich schon lange ein Puppenhaus. Darf ich ihr eins schenken? Ein kleines. Versprochen. Hallo, Fries, ja? Ach, Herr Lüder. Also, das kriegt er jetzt zurück. Wer kriegt was zurück? Ja, dieser Großkotz, Richie Sky aus L.A. Ach, immer noch wegen dem Interview? Ja, ich habe dem Vogel einen Mitschnitt eines Pascha-Konzerts zukommen lassen. Ja, von der letzten Tournee. Gute Idee. Ja, damit er sieht,
Was die anderen und ich noch drauf haben. Und das nicht beim Sommerfest vom Seniorenheim, sondern vor großem Publikum. Ja. Seien Sie mal, Herr Lüder, können Sie das hier erkennen? Ich sehe das nicht, die Hausnummer. Ist das eine 1 oder eine 7? Eine 9. Also ich werde ihm eine Mail schicken mit dem entsprechenden Link. Ja, und zwar an Rüdiger Kowalski. Der soll sich gefälligst mal daran erinnern, von wem er seine Riffs gelernt hat. Gute Retourkutsche. Aha. Hallo, Herr Lüder. Schöne Grüße von Frau Kattmann. Nun, und wie ist es gelaufen, das Fest? Oh, sie hat sich sehr über die Torten gefreut und über meine Hilfe auch. Heute Abend räume ich die Kaffeetafel wieder ab. Das ist ja großartig. Sie helfen mir sehr dabei. Gerne. Arne, hast du Helen heute schon gesehen? Ja, kurz. Zu Hause. Und? Du, alles gut. Wir haben uns freundlich begrüßt. Sie hat mir von der Messe erzählt. Alles ganz normal. Das freut mich. Ich glaube, wir kriegen das hin mit der Freundschaft. Ja, wäre schön. Allein schon wegen Swantje und Konstantin. Wie geht's denn Ihrer Tochter? War wohl ein großer Schock, was? Was war ein Schock? Ja, ich weiß ja, dass Swantje und Mika sich mögen. Aber jetzt liegt er plötzlich im Krankenhaus und sie ist in Mexiko, 10.000 Kilometer entfernt. Ach, Sie wissen das noch gar nicht? Nein, was denn? Mika ist gestern in der Rösterei zusammengebrochen. Masern. Sein Zustand ist kritisch. Oh Gott. Bürgermeister Lichtenhagen in Vertretung des Ober... Hey, Carla, mein Schatz. Ja, für mein erstes Telefonat im Amt klinge ich schon ziemlich professionell, oder? Ja. Wie war dein Flug? Naja, ich regiere ja erst seit knapp 2 Stunden. Aber ich freue mich auf die nächsten Tage. Ja, ja, klar, kein Problem. Dann wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg als Gastköchin bei Starkoch Passadakis. Ja, ich auch. Ich muss Schluss machen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, bitte? Habe ich was verpasst? Wo ist Thomas? Der hat sich spontan ein paar Tage freigenommen und hat mich gebeten, die Führung der Amtsgeschäfte zu übernehmen. Oft. Was kann ich für dich tun? Ach, weißt du was, es geht eigentlich nur um ein paar Details für die Stadtbegrünung. Ja? Das kann ich auch später noch mit Thomas klären. Da musst du dich jetzt nicht extra reinarbeiten. Hm. Ja, ja, ja. Das ist schon was Besonderes, hm? Was meinst du? Der Ausblick hier auf den Rathausmarkt und deine Bürger. Eine willkommene Abwechslung. Und glücklicherweise konnte ich die meisten meiner Kanzleitermine verschieben. Obwohl ich finde, dass Thomas etwas sehr viel Aufhebens um die Arbeitsbelastung hier im Rathaus macht. Da habe ich ganz andere Tage zwischen Kanzlei und Gericht. Und? Hat dich die Macht schon in Versuchung geführt? Möchtest du dich profilieren so als neuer zweiter Mann? Nee, entschuldige mal, dafür bin ich überhaupt nicht der Typ. Außerdem habe ich mich ja nicht ins Amt gedrängt. Das sagen Sie alle. Ich habe lediglich meine Hilfe angeboten und darin sehe ich meine Herausforderung. Ja, bitte? Herr Lichtenhagen, ich bräuchte mal eine Unterschrift. Ja, sehr gerne. Bitte. Ja. Liebe Helen, freue mich, dass du wieder da bist. 4 abholbereite Pakete. Ah, Online-Shop läuft wieder reibungslos, na Gott sei Dank. Freue mich auf ausführlichen Messebericht, Sigrid. Na dann, loslegen. Helen. Arne, hallo. So schnell sieht man sich wieder. Ja. Hier sollen 4 Pakete zur Abholung auf mich warten? Ja, die stehen hier. Es hätten erheblich mehr Bestellungen sein können, wenn wir nicht offline gewesen wären. Da investieren wir schon in teure Bannerwerbung auf den einschlägigen Portalen und dann passiert sowas. Ja, das ist ärgerlich. Mhm. Aber andererseits, ich meine, euer Online-Shop ist gut angelaufen. Das ist doch die Hauptsache, oder? Ja, trotzdem, aber ich möchte auf keinen Fall, dass sich das wiederholt. Ich meine, so gut läuft unser Geschäft nun auch nicht, ja, dass wir uns das leisten könnten. Das schreib mal. Ja. Die Versandkosten sind aber ganz schöner Posten. Ja, ich mach die Preise nicht. Die Tarife legt der Chef fest. Ich fahre die Sachen nur von A nach B. Ist schon klar, Anne.
Ach so, nochmal wegen dieser Offline-Geschichte. Ja. Sag mal, wie willst du das denn nachträglich rausbekommen? Ich fordere die Zugriffsprotokolle vom Provider an. Meinst du, das bringt was? Ja, so kann ich sehen, wer wann und wo Zugriff auf unsere Online-Maske hatte. Bitte. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Besten Grüßen vom Röster Ihres Vertrauens. Der Zustand Ihres Sohnes ist unverändert. Er bekommt weiterhin ein Breitbandantibiotikum und zusätzlich Kortikoide, um sein Immunsystem zu stützen. Setzen Sie sich gerne zu ihm. Bin sicher, dass er spürt, dass Sie da sind. Ach, Mika. Du musst wieder gesund werden. Er wacht auf. Mika? Mika, ich bin's, Mama. Hey, was machst du denn für Sachen? Was bitte? Ich verstehe dich nicht, Mika. Mika, kannst du uns hören? Deine Mutter ist da. Und ich. Alles wird wieder gut, Junge. Was ist denn los? Warum kann er nicht sprechen? Er ist doch wach. Ihr Sohn hat sehr hohes Fieber und da ist das eine normale Reaktion. Ja, aber... Das Fieber schwächt den Körper und es kann gut sein, dass er auch gleich wieder wegdämmert. Kaya, er spürt, dass du da bist. Lassen wir ihn schlafen, hm? Komm schon, eine kleine Ablenkung würde dir auch gut tun. Soll ich dir zeigen, wo dein Junge sich in den letzten Wochen rumgetrieben hat? Hm? Gehen Sie ruhig. Ihr Sohn braucht Ruhe. Und wir melden uns, sobald sich sein Zustand verändert. Na gut. Für mich? Ja, ich hatte gerade eine Auslieferung um die Ecke und der Strauß hier war übrig. Ach, ist das schön. Passend zum heutigen Tag. Danke. Möchtest du einen Kaffee? Ich habe gerade welchen gemacht. Oh, gerne, ja, danke. Mhm. Und? Hält dein Messeflash noch an? Na, das weißt du doch ganz genau. Hast du es ihm gesagt? Ich hatte noch keine Zeit dazu. Was ist bloß in Frankfurt passiert, dass du auf einmal so klar siehst? Ich weiß es auch nicht. 1000 Leute, zig Termine. Aber ich hatte nur ihn im Kopf. Wie schön. Mhm. Abends bin ich immer zum Mainufer runter nach der Hektik. Ich wollte den Tag Revue passieren lassen und da kreisten meine Gedanken nur um Peer. Dann ist es wirklich ernst. Hm. Und nu? Ich werde es ihm sagen. Und wenn er nicht so empfindet, naja, dann werde ich auch damit klarkommen. Du wirst es überleben, ja. Allerdings denke ich eher, dass er genauso in dich verliebt ist wie du in ihn. Und Sigrid? Liebt sie ihn denn noch? Naja, die Trennung ist ihr wahnsinnig schwer gefallen. Ich möchte sie als Freundin wirklich nicht verlieren. Oh, schwierig. Aber du kannst ja nicht ihr zuliebe auf dein Glück verzichten. Was lächelst du denn so? Ich freue mich einfach. Ich drück dir alle Daumen der Welt, dass deine Gedanken nicht umsonst gekreist sind. Ja, Frau Krause, Lichtenhagen hier. Ich wollte nur sagen, ich bin gleich wieder im Büro, falls jemand nach mir fragt, ja? Wiederhören. Sag mal, ich habe gedacht, du bist auf dem Gut und erholst dich ein bisschen. Naja, ich habe mir ein neues Buch geholt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal richtig zum Lesen gekommen bin. Und unter uns so ein Bummel durch Lüneburg. Ganz stressfrei, das hat auch was. Übrigens, auch unter uns zum Lesen kommst du auch noch während der Bürozeiten, oder? Also, dein Pensum im Rathaus ist wirklich mehr als dürftig.
Deswegen war ich auch gerade bei mir in der Kanzlei und habe ein paar Schriftsätze für meine Mandanten bearbeitet. Für einen Oberbürgermeister gibt es solche und solche Tage. Naja, ist ja auch egal. Nochmal wegen der Bürgersprechstunde. Ist ja nicht gut besucht? Ich habe eine ganz konkrete Idee. Jetzt hör mal zu, Torben. Dass sich dein Schreibtisch im Rathaus nicht biegt vor Arbeit, hat einen, besser mehrere Gründe. Ja, und die wären? Frau Krause erledigt die Routinesachen selbst und alles andere schiebt sie. Und dann bin ich trotz meines Urlaubs für die Stadträte immer erreichbar. Stichwort kurzer Dienstweg bei dringlichen Angelegenheiten. Und ich wundere mich, dass bei dir im Büro so ein Totentanz ist. Und was die Bürgersprechstunde betrifft. Ja, was ist damit? Die habe ich verschieben lassen. Was? Du, da kommt so ein Wust an unterschiedlichsten Fragen auf dich zu, von banal bis hochkomplex. Du, das wollte ich dir einfach ersparen. Thomas, die Bürgersprechstunde muss stattfinden. Sonst fange ich noch an, Fliegen in deinem Büro zu zählen. Das sind wir unseren Bürgern schuldig. Und du mir. Gut. Einverstanden. Die Rösterei war ein echter Lottogewinn. Und Herr Lüder quasi die Zusatzzahl. Ja, ich bin da halt so reingerutscht in die Branche. Ich hab dem Herrn Josef immer deine Schuhe gemacht. Mhm. Was? Und dafür hat er ihm den Laden vermacht? Ist ja nicht zu fassen. Mhm. Jedenfalls danke, dass Sie die Stellung halten, Hannes. Ach, das ist selbstverständlich. Hauptsache, Mika geht's bald besser. Hm? Ohne Sie wäre ich echt aufgeschmissen. Ja, ich mach da mal hinten weiter. Hm? Okay. Hey, bald steht er genau da und flucht, weil ihm die Röstung nicht gelingt. Weißt du, Mika ist ein echtes Talent und das sage ich nicht, weil ich sein Vater bin. Die Jacke hatte sich einen Monat vor seiner Abreise aus Vancouver gekauft. Musste unbedingt diese Jacke sein. Frau Dr. Bergert. Wie schlecht muss es ihm gehen, wenn er seine eigenen Eltern nicht erkennt? Herr Lichtenhagen, dass Sie diese illustre Gesellschaft ins Hotel geholt haben, das ist sehr verdienstvoll, aber Sie zu empfangen, das ist Chefsache. Ja. Schönen Tag noch. Ebenso. Genau das war gerade der Augenblick, in dem du ihm hättest sagen sollen, dass er dort nicht wirklich erwünscht ist. Hätte ich geahnt, dass Mika um sein Leben kämpft. Was muss Per gerade durchmachen? Das ist grauenhaft. Er könnte sicher deine Unterstützung gebrauchen. Ja, vielleicht. Ich will ihn einfach nicht mehr verletzen als nötig. Es geht doch gar nicht um ihn. Es geht doch um dich und wie du sauber aus der Geschichte rauskommst. Mensch, das ist doch nicht wahr! Warum unterstellst du mir das immer? Wie soll denn das jetzt werden, wenn die Sechslinge da sind? Drei Kids sind genug! Theo, du träumst. Du musst den Fruchtbarkeitsgeistern sagen, dass ich sie nicht veräppeln wollte. Es ist ein Albtraum. Ja, was für eine. Du hast wirklich von brasilianischen Fruchtbarkeitsbräuchen geträumt? Hey. Hey, mein Süßer. Ist alles okay? Bin fix und fertig. Soll ich dafür sorgen, dass du mit ganz, ganz schönen Träumen wieder einschläfst? Du könntest den Fruchtbarkeitsgeistern sagen, dass sie nicht immer meine Decke klauen sollen. Ich fürchte, dafür sind die Fruchtbarkeitsgeister gar nicht verantwortlich. Ach so. Ach so.
Kannst du mir das Rösten beibringen mit allem drum und dran? Wirklich? Ich meine, ich bin auf deiner Seite. Also abgemacht? Du bringst mir alles über Kaffee bei. Geht's ihm? Unverändert. Oh, ich würde gerne mal duschen. Kannst du mir ein Hotel empfehlen? Du kannst bei uns wohnen. Das ist nicht groß, aber fürs Erste? Gut, gut. Gut, dann hätten wir alles. Glücklicherweise steht in den nächsten Wochen nichts Wichtiges auf der Agenda, oder wie sehen Sie das, Frau Krause? Richtig, nur Routine. Gut. Dann wird ja auch die Amtskette nicht mehr gebraucht. Legen Sie sie nachher wieder in den Safe? Selbstverständlich. Gut. Ja? Ah, das nenne ich pünktlich. Ich werde dich würdig vertreten, Thomas. Ja, davon gehe ich aus. Also, was kann ich für unsere Stadt tun, während du deinen Tinnitus auskurierst? Also, von meiner Krankheit wissen hier im Rathaus nur Frau Krause und ich. Ah. Und ich möchte, dass das auch bitte, bitte so bleibt. Ja, ja, von mir wird niemand etwas erfahren. Liegt für heute irgendetwas Spezielles an? Nicht, dass ich wüsste. Moment, Frau Krause, kommen Sie noch mal bitte. Also, ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Frau Krause mit allen Vorgängen hier im Rathaus bestens vertraut ist. Wovon ich mich selber schon mehrfach überzeugen konnte. Ja, sie wird dich über alle anstehenden Aufgaben informieren. Und wenn irgendetwas Wichtiges ist, du kannst dich auch an mich wenden. Ich bin ja nicht aus der Welt. Ja, das Wichtigste ist, dass du dich jetzt erstmal auskurierst. Ja. Gut, also ich habe mit Frau Krause noch ein bisschen was zu klären. Sieh dich um, mach es dir bequem und viel Glück. Kommen Sie vor Krause. Rathauskantine. Barmi Goreng oder Seelachs mit Ratatouille und Kräuterkartoffeln. Svantje, hey, como estás? Bist du gut angekommen? Was? Sag mal, wo bist du gerade? Ach, auf dem Balkon. Und wer hat das Hotelzimmer neben dir? Guten Morgen. Guten Morgen. So eine Maschine ist was Wunderbares, nicht? Britta hat mit Lilly gesprochen. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Die Arbeit ruft. Ich muss mich wieder an die Ikone setzen. Auf Wiederschauen. Hallo. 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 Ist Lilly startklar für die Schule? Ja, sie macht noch kurz ihren Tuschkasten sauber. Danke, dass du sie bringst. Und Lilly weiß jetzt Bescheid. Mhm. Ich habe ihr gesagt, dass ich als Kind vertauscht worden bin und dass ich deshalb bei dir aufgewachsen bin, obwohl eigentlich Inken meine Mutter ist. Ich finde, dass sie nicht mit einer Lüge aufwachsen soll. Und außerdem hat Inken das Recht, für Lilly eine Großmutter zu sein. Welche Rolle spiele ich da noch?
Du bist die Oma, die sie liebt, und das wirst du auch bleiben. Lilly! Willst du nicht zu spät zur Schule kommen? Ich geh mal hoch, ich hol sie. Und, hast du schon Pläne für die nächsten Tage? Pläne nein, Vorsätze ja. Und wie sehen die aus? Naja, bisschen angeln, Kanu fahren, vielleicht eine kleine Radtour durch die Heide. Also das ruhige Programm. Naja, ich soll mich ja schließlich erholen. Ja, ich finde es toll, dass du deine Auszeit nicht auf die lange Bank schiebst. Naja, die Notwendigkeit war nicht zu überhören. Apropos, was macht dein Tinnitus? Ja, wie soll ich das beschreiben? Also, das Hörvermögen ist wieder vollständig da und manchmal ist das Pfeifen fast weg und dann nervt es mich wieder für Stunden. Die Konsequenz daraus heißt, Füße hoch, kein Rathaus, kein Stress. Oh, entschuldige. Ah, Frau Krause. Ja, Frau Krause, was gibt's? Nein, nein, kein Problem. Aha. Ja, die Bürgersprechstunde verschieben wir, ne? Da könnten ja Fragen für Herrn Lichtenhagen aufkommen, die ja nicht... Genau so machen wir es. Ja. Den nächsten Termin gleich nach meinem Urlaub. Gut. Danke, Frau Krause. Könntest du mir das bitte erklären? Was? Wieso Urlaub? Und wieso ruft dich Frau Krause an deinem ersten Tag hier zu Hause an? Ja, meine Erkrankung soll jetzt nicht die Runde machen. Deshalb ist die offizielle Version, dass ich Urlaub mache. Ja gut, du musst es ja wissen. Und Frau Krause? Ist die Loyalität in Person und... Sie weiß ja, dass ich mich erholen muss und ruft mich wirklich nur im Notfall an. Ja, aber nach einem Notfall hörte sich das nicht an. Nee, es gibt gewisse Vorgänge und Entscheidungen, die ich ungern aus der Hand gebe. Deswegen werden die, also mit Absprache, mit Frau Krause diskret geschoben, bis ich eben wieder im Dienst bin. Du, in meinen Ohren klingt es nicht nach Erholung und Urlaub. Und die pfeifen noch nicht. Helen, hallo. Hallo. Welcome back. Ja. Wie war es in Frankfurt? Interessant. Hm. Ja, aber auch anstrengend. Tolles Kostüm. Danke. Hm. Hast du schon Feierabend? Nee, ich war total durchgeschwitzt. Ich musste mal duschen und Hunger habe ich auch. Hm. Willst du was mitessen? Nein, ich habe schon im Zug gegessen. Ja. Setz dich doch. Erzähl mir ein bisschen von der Messe, von Frankfurt. Also, ich habe auf die Visitenkarten gewartet. Ich hatte dich doch gebeten, sie mir nachzuschicken. Hast du deine Mailbox nicht abgehört? Doch. Ich habe das total vergessen. Ich hatte so viel Stress, tut mir leid. Ja, ist schon okay. Swanti hat mich übrigens angerufen. Sie ist gut in Mexico City angekommen. Mir hat sie auf die Mailbox gesprochen. Sie meinte, sie würde sich sehr freuen auf die Gedenkfeier für Tante Esperanza und hat auch schon mit dem Bewerbungsartikel begonnen, Thema Familie, für ihre Journalistenschule, die sie besuchen will. Ach, wie toll. Ja. Dass sie mit dem Bewerbungsartikel schon angefangen hat, das wusste ich gar nicht. Tja, unsere Kleine hat anscheinend ihren Weg gefunden. Hm. Sag mal, wegen eures Online-Shops, habt ihr noch mal drüber gesprochen, warum der offline war? Nein, aber das hat mich schon echt sehr geärgert. Also gut, Anne, ich gehe mal meine Sachen auspacken. Hm. Kaffee von Per Juncker. Einzigartig. Schön, dass du hergekommen bist. Ich glaub's nicht. Ist das Conchita? Dass du dich daran erinnerst?
Die hat jeden abgeworfen, nur dich nicht. Hat eben Menschenkenntnis, die gut. Ach, diese morgendlichen Ausritte über die Kaffeeplantage. War schon ganz nett damals, ja. Mhm. Oh, danke nochmal. Hannes Rainybird Lüder? Ja. Wie stehen Sie zu Richie Sky? Richie Sky? Hm? Habe ich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Aber Sie sind Journalist? Mhm. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick in die aktuelle Ausgabe von Rebel Music. Ist durchaus interessant, was Kollege Sky da über Sie sagt. Über mich? Falls Sie mir nach der Lektüre ein Interview geben möchten, einfach anrufen, ja? Schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Rebel Music. Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit. Musste es wieder die Gänsemagd sein? Die ist ganz toll. Mhm. Ja, eine Prinzessinnengeschichte für eine Prinzessin, das passt doch. Passt. Die Prinzessin sollte aber schon längst im Bett liegen. Ich muss doch Zähne putzen. Ich weiß aber jetzt aber schnell. Lilly ist eine gute Zuhörerin. Hannelore hat mich angerufen und mir von eurer Begegnung im Carlas erzählt. Du willst also nicht mehr, dass sie ihre Approbation zurückgibt? Nein. Ich bin dir natürlich sehr dankbar, aber kannst du mit der Entscheidung leben? Ich möchte so wenig mit dieser Frau zu tun haben, wie nur möglich. Und deshalb dieser Schnitt. Und der Schmerz darüber ist kräfteraubend. Und ich will Kraft für mein neues Leben mit dir und Lilly haben. Wir zwei gucken jetzt nach vorne, ja? Dieser Anzug muss dringend bis morgen gereinigt werden. Und wo ist jetzt der Notfall? Den will ich tragen, wenn ich offiziell die Vertretung des Oberbürgermeisters antrete. Das ist eine ziemliche Blitzkarriere, muss man sagen. Erst Stadtrat, dann ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters. Und jetzt, Punktlandung hinter Jansens Schreibtisch. Wie kommt's eigentlich dazu? Es ist ja nur als Urlaubsvertretung. Und als erste Amtshandlung gibst du erstmal die Ladenöffnungszeiten, ja? Du hast doch sicherlich noch 10 andere Anzüge in deinem Kleiderschrank. 10? Ich glaube, es sind viel mehr. Ich glaube, so 150. Jetzt mal nicht übertreiben. Dieser Anzug, ich trage ihn nun mal am allerliebsten, gerade zu offiziellen Anlässen. Na gut. Was tut man nicht alles für die Familie? Ich weiß das wirklich zu schätzen, danke. Also Ilianes Familie bestellt uns zwar nicht nach Ladenschluss auf den Salzmarkt, aber die haben uns ein nettes kleines Paket mit Fruchtbarkeitszaubern geschickt. Oh. Ja, so magische Amulette, Öle und so weiter, dass wir mindestens mit Zwillingen starten. Naja, der Aberglaube ist nun mal fest verankert in der brasilianischen Kultur. Aberglaube? Und das sagt der Mann, der nur in seinem Lieblingsanzug zu wichtigen Anlässen gehen kann? Touché. Ja. Unser Wiedersehen habe ich mir immer anders vorgestellt. Trotzdem schön, dich nach all den Jahren wiederzusehen. Die Ärztin sagt, er wird durchschlafen wegen der fiebersenkenden Mittel. Also wenn du müde bist. Ich komme klar. Außerdem habe ich immer an seinem Bett gesessen, wenn er krank war. Ich freue mich so, dass Lilly mir einen guten Nachtkuss gegeben hat. Da kannst du dir auch was drauf einbilden. Ja, das tue ich auch. Sie verteilt ihre Küsse nicht leichtfertig.
Ich wollte dich fragen, ob es okay für dich ist, wenn ich Lilly erzähle, dass sie noch eine Oma hat. Ja, natürlich. Das wäre wunderbar. Deine drei Geschwister haben ja noch keinen Nachwuchs und Lilly wäre dann... Lilly ist dann mein erstes Enkelkind. Aber wie willst du ihr das denn erzählen? Ich werde dir sagen, dass ich bei der Geburt vertauscht worden bin. Ich muss noch ein bisschen an der Geschichte feilen. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass Hannelore schlecht dabei wegkommt. Für Lilly ist sie ihre Oma und sie liebt sie. Aber ich will auch, dass Lilly weiß, dass du ihre richtige Oma bist. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Also Nummer 1 mag keine Milch, Nummer 2 Schmuck, wenn es Früchtebrei bekommt. Was dauert das denn so lange? Wir hätten schon vor einer Stunde beim Kinderarzt sein müssen. Ja, du bist doch auch noch nicht fertig. Nummer 3. Du sollst unseren Kindern keine Nummer geben. Ja, das macht es einfacher für mich. Weißt du was, du bist so ein Rabenvater. Wenn ich gewusst hätte, dass du so drauf bist, ich hätte mich niemals auf dich eingelassen. Ja gut, meinetwegen. Also Ron, Karima, Sina. Kannst du dir keine 8 Kindernamen merken? Ich habe auf sie gewartet. Um mir zu sagen, dass sie den Entzug meiner Approbation inzwischen beantragt haben. Nein. Das habe ich auch nicht mehr vor. Ein Flugticket nach San Francisco? Was? Noch heute? Mach dir keine Sorgen, dass Carlos bleibt da, wo es hingehört. Im Drei Könige. Ihr Sohn hat sich mit Masern infiziert. Du wirst mir schon wieder gesund. Was ist mit unserem Sohn? Of the dawn and a restless sky and a restless sky. This is my life. Ich habe tausendmal versucht, dich anzurufen. Was machst du hier? Jetzt erzähl mir erstmal, was hier los ist. Was hat Mika? Mika ist einfach zusammengebrochen. Die Ärztin sagt, es sind die Masern. Ach. Besteht Ansteckungsgefahr? Trägst du deswegen den Kittel? Frau Dr. Berger kommt bestimmt gleich wieder. Die wird dir alles erklären. Du warst schon unterwegs nach Lüneburg? Ich war gerade beruflich in Marokko. Ich schreibe eine Reportage für den Canadian Globe. Das hat Mika mir erzählt. Woher wusstest du, dass er hier ist? Gar nicht. Ich hatte Sehnsucht, da bin ich in den nächsten Flieger gestiegen und dein Kollege in der Rösterei, der hat mich dann hierher geschickt. Frau Dr. Berger, das ist Mikas Mutter. Hallo. Hi. Und was sagt die Untersuchung? Ihr Sohn hat sich leider zusätzlich eine Enzephalomyelitis zugezogen. Das ist eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. Und was heißt das? Dass sein Zustand kritisch ist. Meine Kollegen und ich tun alles, was in unserer Macht steht. Kann ich zu Ihnen? Hatten Sie bereits die Masern oder sind Sie geimpft? Ja, ich hatte als Kind die Masern. Bitte, Frau Doktor, ich will wirklich da rein. Ich muss Sie trotzdem bitten, einen Schutzkittel zu tragen. Leo, wie stellst du dir das denn vor? Wie soll das funktionieren? Ja, okay, ich gebe mein Bestes. Bis dann. Ciao. Mensch, so ein Mist. Die halbe Sippe der Rodenbergs will nicht mit dem sprittigen Hotelchef in Verbindung gebracht werden. Sie wollen nicht auf der Taufe mit ihm gesehen werden. Ach,
Und alles nur, weil der Onkel bei diesem besagten Mexiko-Abend im Carlos gewesen ist. Der hat die ganze Familie gegen ihn aufgehetzt. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass Herr Flickenschild völlig abstinent lebt. Und was ist das alles Schönes? Liebe Grüße von meiner Familie, die meine Schwangerschaft nicht dem Zufall überlassen möchte. Ach so, aber sonst läuft die Fortpflanzung in Brasilien genauso wie hier, ja? Du kannst beruhigt sein. Aber ein bisschen Magie schadet doch nie. Mhm. Und was ist das? Das hier ist Damianaöl. Das ist ein uraltes Mittel und das beugt sexuellen Störungen vor. Was hast du denn deiner Familie erzählt? Na gar nichts. Das ist prophylaktisch. Aha. Na gut. Und sonst so? So. Jetzt brauche ich noch ein Foto für meine Mutter. Hältst du das mal bitte so fest, das Amulett? Sonst noch Wünsche. Festhalten. Ja, muss ich das auch tragen, während wir so waschen? Oder? Ach, jetzt Theorie dich nicht auf. Ja, in Brasilien? Ja, ist das ganz normal. Weißt du, das ist einfach nur, damit die Fruchtbarkeitsgeister einem wohlgesonnen sind. Aber wenn ich das tragen muss, dann werden vielleicht die Geister in Stimmung gebracht, aber Hallo? Ich nicht. Ja? Ist in Ordnung, ich komme einfach gleich vorbei. Ja? Okay, tschüss. Dein Vater steht mit einem Notfall vor meiner Wäscherei. Kann ich das wieder ablegen? Aha. 2 Torten außer der Reihe. Für Frau Kartmann. Die wird morgen 81 und freut sich schon so über ihre Kaffee- und Kuchenrunde. Ja, das fällt Frau Kartmann aber spät ein. Ich habe ziemlich viel zu tun. Na, ich glaube, sie ist ein bisschen mit der Planung überfordert. Und deshalb springe ich ein. Ja? Torten besorgen, Tische decken, Stühle aus dem Keller holen. Überredet. Ich weiß zwar nicht, wie ich es schaffen soll, aber Sie können die Torten morgen abholen. Das ist ja großartig, Frau Klaassen. Ich wusste, dass man mit Ihnen arbeiten kann. Oh, das ist ja okay. Moment, bitte. Ja, hallo? Masern? Oder dann sagen Sie ihm von mir alles Gute, ja? Ja, natürlich werde ich die Rösterei morgen öffnen. Tschüss. Mika liegt mit Masern im Krankenhaus. Ich weiß. Ich habe Per dort zufällig getroffen. Hat er denn was gesagt, wie es Mika geht? Nicht gut, er hat hohes Fieber. Und Per hat mich gebeten, für ihn die Rösterei zu schmeißen. Tja, aber was mache ich denn jetzt mit Frau Kartmann? Wenn ich den ganzen Tag in der Rösterei stehen soll? Also, Sie helfen Per und kümmern sich um die Rösterei und ich übernehme Frau Kartmann. Ach, wirklich? Das ist großartig. Aber Sie müssen doch selbst in Ihren Laden. Frau Fries ist doch nicht da. Helen kommt heute von der Frankfurt-Messe zurück. Das bekommen wir alles hin. Consuela, verstehe. Ja, natürlich sehe ich den Marktplatz vor mir. Oh, es ist großartig. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin gerade selbst aus Frankfurt zurückgekommen. Die Messe, weißt du? Naja, vielleicht ist Mikas Handy kaputt. Oder seine deutsche Prepaid-Karte ist leer. Mein Schatz, sobald ich ihn sehe, ja, dann kläre ich das. Ja, natürlich mache ich das. Versprochen. Ja. Svantje, grüß mir Mexico City und Besos, ja? Tschüss. Per! Per! Na, kommst du klar mit den Abrechnungen oder willst du mal den Profi ranlassen? Vorsicht, mein Lieber. Du weißt ja, was mit vorlauten Jungs passiert, ja? Ich sage nur, brasilianische Geister, die sind sehr nachtragend, wenn man sie ärgert. Das war ein schrecklicher Albtraum. Mein ganzes Kopfkissen war voll geschwitzt. Das kann gewaschen werden. Ich kenne eine ganz gute Adresse. Sag mal, können deine brasilianischen Geister eigentlich auch Hoteldirektoren verschwinden lassen? Das würde die Rodenberg-Taufe tatsächlich etwas erleichtern. Wieso redest du nicht einfach mal ganz offen mit Herrn Flickenschild? Schwierig. Du sag mal, ist da eigentlich irgendwas? Fühlt sich so an, es juckt so. Oh, das ist ganz rot.
Vielleicht ist das eine allergische Reaktion auf dieses magische Damianaöl, was ich dir darauf geschmiert habe. Sag mal, Schatz, ich sehe aus wie ein Truthahn. So kann ich ja nicht vor die Gäste. Das ist total peinlich und das ausgerechnet in der ersten Arbeitswoche. Schatz! Ein Halstuch wirkt immer sehr elegant. Ja, aber keins mit Blumen oder was ist das denn? Ich bin ja kein Postkutschenräuber. Da muss es eben ein dünner Rollkragenpulli tun. Merle? Hey, da bist du ja wieder. Wow. So sieht also der neue Stern am Foodblogger-Himmel aus. Oh, ganz genau. Komm her. Schön. Sag mal, bist du direkt vom Bahnhof hierher? Wolltest du gar nicht erst nach Hause? Nein, ich wollte mir meine gute Laune nicht verderben. Arne. Wir hatten zwar die letzten Tage keinen Kontakt, aber dass er mir meine Visitenkarten nicht nachgesandt hat, also das sagt alles. Oh nein. Ich habe einfach keine Lust auf eine Diskussion mit ihm. Seine ständige Unzufriedenheit, die zieht runter. Und? Die Messe in Frankfurt war gut? Gut? Das war total spannend. Ich habe so viel vielversprechende Kontakte geknüpft. Toll. Darum geht man auf Messen. Willst du einen Tee? Gerne. Ja, es gibt einige renommierte Koch- und Backzeitschriften, die über unseren Online-Shop und unsere Seite berichten wollen. Ist nicht wahr, ich gratuliere. Die ganze Atmosphäre auf der Messe, das war so inspirierend. Mhm. Die Foren, die Workshops, ja, einfach alles. Toll. Danke. Und hier? In Downtown Lüneburg? Was war? Mit Gunther und dir? Alles bestens. Mhm. Sydney und Theo Lichtenhagen haben eine Überraschungsparty für uns organisiert. Gunthers Schwester ist hier. Sie ist leider schon wieder weg. Aber du hast was verpasst. Wir saßen alle an einer langen Tafel mitten in der Heide unter freiem Himmel. Es war ein Traum. Schön. Gunther und ich haben so gestrahlt wie du jetzt. Strahlig? Hm. Und ich nehme an, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter als nur dein beruflicher Aufwind. Hm. Vielleicht dieser gut aussehende Typ, der vor deiner Abreise die schönen Fotos von dir gemacht hat? Ja, es ist seltsam. Je mehr Abstand ich hatte, desto intensiver musste ich an Peer denken. Ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht. Aber er geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Lüder, moin, moin, ich hab hier was. Was? Ja, nee, ich hab nichts bestellt. Sie nicht, aber ein gewisser Herr Schulz, und zwar nicht zu knapp. Nur leider ist Ihr Nachbar nicht da. Hier, 7 Kisten à 20 Kilo. Könnten Sie die annehmen, bitte? Was? Also für jeden in der Laubenkolonie, aber Paragrafenschulze. Das stimmt. Der hat ja rumgetönt, dass er seine Laube renovieren will. Da hat er wohl den ganzen Kram in einem Online-Shop von einem Baumarkt bestellt. Um sich die Schlepperei zu sparen. Hä? Naja, das sieht dem faulen Hund ähnlich. Und Sie werden verstehen, dass ich das nicht alles wieder mit zurücknehmen werde. Können Sie mir glauben? Okay. Das ist nett. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht den Tag damit versaut. Nee. Meine gute Laune hier war schon vorher im Keller. Ja? Warum das? Sagt Ihnen das Musikmagazin Rebel Music was? Rebel Music, na klar. Ich bin noch damals mit Ihren ersten Plattenkritiken Maßstäbe gesetzt. Ja, und die haben mit Richie Scully also so ein ganz tolles Interview gemacht. Aha. Richie Scully. Ja. Kann ich den hinten abstellen? Ja, bitte dann. Hat der nicht dahinter große Erfolge gefeiert und fest im Geschäft als Musikproduzent in Los Angeles? Ja, was ihm anscheinend nicht bekommt. Wieso? Naja, weil der einzige Mitbegründer der Rainy Birds ein ernstes Rumposaunt und dass wir, also seine Kumpels von damals, allesamt zahnlose Schlappis geworden sind. Mokiert sich über unseren Werdegang. Gestartet als Rock'n'Roller. Gestrandet als Schuhmacher-Sachbearbeiter oder was weiß ich. Ganz schön dreist. Ja, wem sagen Sie das? Zumal ich als bekennender New Rainy Birds-Fan ja ganz genau weiß, dass Sie es immer noch drauf haben. Ja, und deswegen nehme ich Richie Scully, Rüdiger Kowalski aus der Dahlenburger Landstraße, dieses Statement richtig übel. Ich bleibe, Herr Lüder. Ich hole mal den Rest. Ja.